Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei GTA Online, Rennfahren oder in dem Fall Fliegen, denn wir haben diesmal 5 Runden einmal um die Stadt drumherum oder in der Innenstadt. Und es ist Nacht und sollte eigentlich auch regnen. Juhu. Ich hasse dich, Eisenfresser. Dabei natürlich dann die Kollegen, der Spike, grüß dich, der Cross und der Bär. Oh, hallo. Toll, hier können wir gar keinen Blitzschatten machen, langweilig. Ich krieg doch keinen Kickstart hin. Ernsthaft. Weil ich hab Blitzschatten von Spike, ey. Du bist Macke! So. Eisbretter, danke. Ey, wie er mich runtergeholt hat, weil er sonst nichts leben kann, Mann! Bitte was? Bitte was hat er gemacht? Er hat mich einfach runtergeholt vom Himmel! Unreifes Lachen einfügen. Oh, Eisen! Eisen! Cross! Ich hab Cross vernichtet! Was macht ihr da, ey? Ja, der ist mir ein bisschen blöd reingeflogen gekommen. Sehr schön. Eisenpresser. Sehr gut. Guter Mann. Krieg ich jetzt mein imaginäres Schulterklopfen? Du kriegst sogar, ey, wenn wir uns sehen, kriegst du ein richtiges... Ja, einer meiner Motoren macht vermutlich gleich einen Abgang. Ja, stimmt nicht. Ach, das ist da oben, oh shit! Der Mace-Bank, oh, du hast so Lackesocken, Alter. Ah, war kein Problem. Ja, für dich vielleicht nicht. Yay, Runde 2 von 5. Yay. Wackelt nur mein Flugzeug wie so ein Kuhschwanz, nee, oder ist das normal? Nee, das liegt am Wetter, ich habe einen Regen eingestellt, damit wir ein bisschen Spaß beim Fliegen haben. Es gibt ja gleich Spaß. Und da war der Sympathiebonus für das Vernichten von Cross wieder weg. Ich glaube, gleich explodiert irgendwie mein Motor oder so. Was hast du? Mein Motor explodiert vermutlich gleich. Der Quant ein bisschen vor sich hin. Ein bisschen ist gut. Der zieht wahrscheinlich die übelste Rauchschwade hinter sich her. Ja. Ich blende die anderen hinter uns. Len? Ich bin im Checkpoint vorbeigeflogen. Guter Zeitpunkt, um dich zurückzusetzen. Ach ja. So. Oh ja, könnte das Spike schon wieder und rammt mich. Ich hab dich nicht mal berührt. Boah, es ist ganz schön eng hier oben. Oh, bist du hier? Wieder alle über, wieder alle über den Mace-Bank Tower rüberfliegen. Oh nein, oh nein, 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 ich bin da nicht beim Turm vorbeigeflogen, verdammt! Ich will ja nicht sagen, aber nein! Ja, da fliege ich jetzt schon da richtig kretzeartig. Lass das, Bermo. Oh, ich hab bei mir wieder hier schön. Ich bin jetzt über dir, ja? Mein Freund. Gut, da hat die Steuerung jetzt irgendwie nicht geklappt. Ja, und Cross? Neben mir. Oh, Alter, lass mich jetzt hier Eisen. Das war Cross. Und ich hab hier nichts getan. Also zuerst mal hab ich hier nichts getan. Ich bin ganz hier hinten. Du drehst und haust mit deinen Flügel dagegen, wa? Ich hab 30 Sekunden Rückstand. Alles ist gut. Ja, dann flieg doch nicht da, wo ich fliege. Das Gleiche könnte ich zu dir sagen. Ja, ich war doch vor dir. Ja, du warst über mir direkt. Ja, mit dem Rankommen wird es nicht mehr sowas werden. Nicht verzagen, wir werden uns noch ein paar Mal hier wegballern. Gut möglich, immerhin sind noch ein paar Runden da. Aber ich hab's gerade, ich bin jetzt gerade wieder beim Flughafen angekommen. Bello! Verlassen wir uns einfach mal darauf, liebe Gemeinde, dass die da vorne sich gegenseitig die Luft sprengen. Und wenn wir uns darauf verlassen, wird es natürlich nicht passieren.
Alter! Wow! Oh, was? Nein! Nein! Was wusste aber euch? Bald! Da ist eine beide Maschine rauchen bei mir! Spike fährt mal wieder richtig dreckig oder fliegt richtig dreckig. Ja, wo soll ich denn hin? Ich muss doch durch die Dinger durch. Oder nicht so hoch. Und schon sind wir nicht mehr ganz so weit abgeschlagen. Ich hoffe auch, du stirbst wie einer. Also jetzt hier ingegangen, ne? Du meinst mit einem Außergefechtsbildschirm? Ich glaube, mein Fab macht hier nicht mehr lange mit, Mann. Ich denke, ich muss das ohne Motor nach Hause bringen, fast. Wird zum Segelflugzeug umfunktioniert. Alter, was soll man brauchen? Was passiert da so zwei bis drei Crashes schon? Ich bin über dir, ne? Das weißt du. Bin ich unter dir. Solange du jetzt nicht wieder hochziehst, ist alles gut. Oh, wir fliegen hier Parallelflug, ist dir bewusst, ne? Da kann er nicht schief gehen. Ach Gott, du bist unter mir. Ja. Flugzeug, mach doch nicht so eine Scheiße jetzt! Eisenfresser ist stark am Aufholen hinter uns. Hauptsächlich, weil eure Maschinen vermutlich ein bisschen Schaden genommen haben. Nein! Bei der ganzen Situation. Komm, hoch, zieh die Kiste hoch! Noch etwas aggressiver in den Sturzflug gehen müssen. Naja, da sind wir Dritter geworden. Hat ein bisschen was an Kohle gegeben. So, jetzt will ich aber mal die Zeit wissen. Ja, die wird schon ziemlich knapp gewesen sein. Die Zeitwärme war ein geiles Rennen. Oh ja, das war ein richtig geiles Rennen. Ich habe sogar die beste Runde gehabt. Hey! Alter, 806, 806, 807, Alter, wie knapp. So, und das war dann... Oh, wir können direkt Seitenwind machen hier. Toll, das nächste Rennen übergehen. Ah, kein Problem. Laden wir dich gleich noch hinzu. Dann machen wir bei mir eine kleine Luftrunde hier mit Flugzeugen. Ein bisschen Abwechslung lassen wir auch rein. Nein. Doch. Nein, reicht doch jetzt. Einmal rein. Zuerst mal Radio, du hältst die Schnauze. Was? Er hat's Radio beleidigt. Eiskalt aber auch hier. So, dann machen wir da wieder so 6 Runden draus. 6 Runden, sag mal, bist du eigentlich komplett behindert? hier sind. Ja, lad mal bitte unsere Leute ein. Ja, mach ich sofort. Einstellung bestätigen. Ja, ich hab die Ladebildung des Todes. Ja, ich auch. Oh. Dann mach die Lobby mal in zu. In dem Fall schnell aufgeschlossen stellen.
Da können wir nochmal Nacht machen. Nacht ist auch immer schön. Nein, die Nacht ist auch nicht schön. Feste Kamera, wenn ich jetzt richtig mies wäre, könnte ich jetzt immer kurz auf Ego-Perspektive stellen, aber sowas machen wir ja nicht. Ist wieder mit diesen Jets oder mit anderen? Das sind diese anderen Jets. Wir haben das Rennen ja schon mal gemacht, das mit den Windrädern. Ah, verstehe. Rennen mit den Windrädern? Hä? Wo du mich wieder hinterhältig ermordet hast und deswegen Erster geworden ich? Bist. Ja, da hast du mich eiskalt hinterhältig zum Boden gedrückt. Ja, aber das war ja nicht hinterhältig, das war ja mit Absicht. Ach so, Das macht's nicht unhinterhältig. Also bei mir kann's ein bisschen dauern, ich darf das Spiel nochmal neu starten. Alles klar. Dumm, die dumm. Bermo ist jetzt offline. So, dann werden wir alle beisammen. 6 Runden! Alter. Ja, komm. Fliegen ist schön. Alter, guck mal, wie lang die Strecke ist. Ah. Passt schon. Ja, wieder Nacht und Regen. Du hast doch den Arsch offen. Junge. Ach komm, starten wir einfach so. Ich hätte ihm auch zugetraut, dass er feste Kamera auf Ego macht. Boah, hätte ich mir auch zugetraut. Oh, nee, Quatsch, nee. Das wäre richtig mies bei mir. Hätte ich mir auch zugetraut, ich bin selbst von mir überrascht. So, liebe Meinte, damit wären wir zurück. Wir machen noch ein weiteres kleines Luftrennen. Hier durch ein paar Windräder. Achso. Natürlich wieder bei Regen, denn bei schlechtem Wetter fliegt es sich am schönsten. Jo. Die sind nochmal schneller, die Dinger. Ja. Ach, ganz dezent. Das sind, glaube ich, sogar die schnellsten Flugzeuge, die es gibt. Boah, krass, das war wieder knapp. Mit denen macht das Militär hier seine Übungen hier. Ja, Digga, was ist los mit dir, ey? Nein! Da ist schon der Bermo gegen den Windrad geklatscht. Weiß nicht besser, ich werde dich auf meinen Strecken sowas von übel abfristen. Nein! Mehr als nur. Da ist das Spike gegen den Windrad geklatscht. Du meinst mehr als normalerweise schon, Bermo? Nein, Windräder! Alter! Wie ist doch der Spaß? Du kriegst doch nicht mal alle Dinger hier. Also da hast du echt eine beschissene Eisenfresse, ey. Die schleuche ich gleich von meiner Liste. Instant, Junge. Oh, und davon 6 Runden. Boah, Spike! Oh. Boah, Alter, sag ja was. Ich habe mich da unbeliebt gemacht. Meint ihr, das ist schlimmer als die Monster Truck Geschichte oder? Ja, definitiv. Ja, ich komme da einfach nicht dran, dass ich weißt du. Da muss ich mir noch einen Weg rausfinden, damit ich das noch übertrumpfen möchte. Ja, mich, weil ich diesen scheiß Kontrollpunkt nicht bekommen habe. Ah, aber da holt gerade jemand ordentlich wieder auf. Boah. Huaha! Boah, Windräder! Kein Problem. Nein! Nein! Das gibt's doch nichts, Mann! ich hab gar nichts gemacht. Ja, komm, flieg noch runter! Oh nein! Jawoll! Passiert! Diese dreidimensionale Lenkung geht mir was auf den Sack, ey! Wer ist denn hinter mir eigentlich? Oh. Ich! Oh. Oh. Das beste Aussicht hier! Da ging mir schon wieder die Pumpe!
Oh, Alter, ey, meine Zuschauer würden bei mir kotzen, ey, wenn die mich fliegen sehen würden. Viele Drehungen. Thermo ist am Töten. Trigger. Nein! Nein! Boah, Spike, Alter. Lass der Müll mal nicht hier liegen, Mann. Oh, nein, nein! Checkpoint! Oh, noch gekriegt. Boah. Was? Das ist doch kein Grund für Rage Quit. Doch, das ist ein absoluter Grund für Rage Quit, Mann. Was ist denn das für ein Rennen? Hui. Also nicht von mir erstellt. Das ist Eis von Rockstar. Ja, ja, schon klar. Trotzdem ist Bienen. Wieso das immer, wenn ich knapp dran bin, dann kriege ich entweder den Kontrollpunkt nicht oder fliegst du so ein scheiß Windrad, Alter. Oh, erst in der vierten Runde, dein Ernst? 5 Minuten. 5 Minuten ist doch in Ordnung. Oh. Weißt du, also ist dem schon heimlich schon 20 mal 1000 mal geflogen oder so? Ja. Tatsächlich nur ein einziges Mal, und das war mit Spike. Boah. Nein, warum wieder dieses Windrad, Mann? Was soll steht das denn jedes Mal da? Oh, Spike, du auch schön. Ich würde sagen, das Windrad bewegt sich einfach nicht. Ach komm. Wo ist Spike, Mann? Los, Mann. Ja, der ist 13 Sekunden weg. Weißt du, er kriegt kein Auto um eine Kurve bewegt, aber diese scheiß Flieger. Ja, ich habe halt die Steuerung halt so angepasst, dass sie mir aus bevorigen bekannten Flugspielen ein bisschen entspricht. Du Cheater, Alter. Das ist nicht Cheaten. Oh. So, willst du Tim mal 13 Sekunden? Der Flügel, Mann! Als ob du nichts Besseres zu tun hast, als die ganze Zeit wegzufliegen! Bleib einfach am Flugzeug! Wow. Wow, Cross! Ja, ich hab den Checkpoint nicht bekommen, Mann. Eisenpresse, ey, du wirst gleich bluten auf meinen Schlecken, ich schwör's dir. Ja, das ist mir schon bewusst. Du kriegst eine Sonderregelung. Aber bei deinen Schlecken habe ich zumindest Spaß daran zu bluten. Ja, Junge, da wirst du, da wirst du keinen bei mir Spaß das, haben. Das Handicap, das er explodiert, wenn er Gas gibt. Oder so, dann fahr ich rückwärts. Ich hätte es so gerne bei Cross, wenn er versucht, mich zu überholen. Bam, Sprengung. Das wäre geil. Warum? Boah. Hast du gar nichts gemacht? Nein, Checkpoint, verrückt! Zurücksetzen! Gut, das war der Platz. Ja, Mann, Spike. Vorwärts. Nein! Nein, 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 nein! Wir sind halt erst in der 5. von 6 Runden. Ich sehe mich schon wieder gegen. Verdammt! Ich hab schon den Checkpoint verpasst. Kommt gleich wieder. Ah. Ja, oh, ich hab mich jetzt disqualifiziert. Das ist das Übliche. Jetzt bin ich Dritter. Oh, diesmal fliege ich einfach ganz nah am Boden, da sind keine drehenden Räder, Mann. So. Verdammt, er hat's herausgefunden. Nein! Hä? Wie konnte ich den Checkpoint verpassen? Jetzt will ich mir das Spiel auch bestrafen. Jetzt bin ich Vierter. Ich hab dir recht. Ja, das Spiel hat mich bestraft dafür, dass ich euch ein bisschen auf die Palme bringen wollte. Steiger meine Fliegen-Skills.
Boah, ich wollte nach da unten erstmal kotzen gehen, ey. Was musst du? Erstmal retinieren gehen. So, letzte Runde. Sieg habe ich ganz effizient weggeschmissen. Nein! Vielleicht doch nicht. Man braucht eine Stunde für einen Respawn. Ey, das gibt's doch nicht. Da kommt dieses Hurensohn-Ding, Alter. Ich pass es hier aus. Boah, dieses Windrad, wieder erwischt. Boah! Da hat's mich auch wieder erwischt. Ja, ich bin durch das Ding geflogen, krieg den Checkpoint aber trotzdem nicht. Ja! Ja, bei mir fahren auch so. Nicht das Windrad, das ist zum Kotzen. Gib halt Gas, Mann. Nein, ein zweites Mal hintereinander. Ja, komm schon, kenn ich, Gas, Mann. Komm schon. Noch 3 Sekunden. Echt jetzt? Ja. Mann! Ja, Sieg ist für mich weg. Denn da hinten ist kein Aufholen mehr möglich. Gutes Fliegen setzt sich durch. Na gut, bei mir hat das Spiel sich einfach wieder gegen mich verschworen. Eisenfresser, du darfst aber jetzt nie wieder Strecken aussuchen. Nie wieder. Boah, komm ich persönlich bei dir vorbei. Alle Zuschauer, ich bin noch Zweiter geworden. War die letzte Folge auf seinem Kanal. Wie, ich bin noch Zweiter geworden? Was ist da so schief gelaufen? Ja, denk mal nach, was da schief gelaufen ist. Ach so, das ist schief gelaufen. Und ich bin noch vorbei. Oh, bist du beschissen. Ja, schön einfach nur. Komm, das packst du noch. Alter, ich war so knapp an Spike dran. Und dann mit dieser... Bastard, diesen scheiß Checkpoint nicht mit. Ja, das hatte ich auch einmal. Das ist ganz tragisch. Nun, lieber, da habt ihr gerade gesehen, wie man ganz effizient den Sieg wegschmeißen kann, indem man sich dreimal hinter selbst sprengt. Und nun ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die dann beim Bermo ist, nicht wahr? Ja. Ist auch schon voller Freude. Dein Arsch wird offenbar nicht. Bayer-Modus, Jungs, denkt dran. Alles klar. Oh nein! Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, viel Spaß und Cheerio! Tschüss!